die Evangelische Akademie Tutzing als Ort für komplexe Diskussionen. Das bestimmende Thema dieser Tage, die neue Völkerwanderung, wie Direktor Udo Hahn es formulierte, stand im Mittelpunkt des Jahresempfangs der Evangelischen Akademie Tutzing. Landesbischof Heinrich Bedford Strohm warnte vor politischen Symboldebatten. Er mahnte Nachdenklichkeit an. Die Nachdenklichkeit ist deswegen angebracht, weil, wenn wir ehrlich sind, wir auch sagen müssen, dass keiner eine Zauberlösung hat. Und dass es viele Stellschrauben sind, an denen wir drehen müssen, damit wir in diesem Jahr 2016 mit der Situation gut umgehen können. Es wird nicht leicht. Die Herausforderung auch der Integration ist riesengroß. Aber es gibt viele, viele Menschen, die mit großer Kraft und großer Empathie sich dieser Sache widmen. In seinem Festvortrag erinnerte der Journalist und ehemalige Spiegel-Chefredakteur Georg Masculo an die historische Verantwortung Deutschlands. Ich habe heute Abend darauf hingewiesen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention im Jahr 1951 entstanden ist, aufgrund dessen, was der Kontinent Europa damals erlebt hat. Krieg, Vertreibung, Elend, auch die Zustände nach Ende des eigentlichen Zweiten Weltkrieges. Man kann also sagen, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich das Ergebnis des von Deutschland begonnenen Krieges gewesen ist. Ein echter humanitärer Fortschritt, ein wahrer Nie-Wieder-Moment der Völkergemeinschaft. Und dass wir Deutschen jetzt gerade dabei sind, die Frage, wie weit diese Flüchtlingskonvention auszulegen ist, welche Reichweite sie haben soll, wie wir mit ihr umgehen sollen, dass all das im Moment von uns Deutschen bestimmt wird, nicht von den Amerikanern, nicht von anderen Europäern, sondern von uns Deutschen, sodass all das, was wir im Moment erleben, schon ein Stück, ein Rendezvous mit unserer eigenen Geschichte ist. Wir haben es mit Problemen vor unserer Haustür zu tun, mit denen wir noch sehr lange zu kämpfen haben werden. Wir sind ausgerechnet als der Kontinent Europa, der im Grunde aus Krieg die Erfahrung des Zusammenschlusses gelernt hat, unfähig, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden, wie mit Kriegen und Krisen in unserer Umgebung umzugehen ist. Na, der Satz, wir schaffen das, ist ja ein ebenso mutiger wie schwieriger Satz, weil was das eigentlich sein soll, das wissen wir ja noch gar nicht. Das entwickelt sich im Grunde in jedem Tag, in jeder Woche aufs Neue. Der Satz, wir schaffen das, hat aber auf jeden Fall zu gelten, und zwar für uns alle, auch für diejenigen, die ihn nicht gesagt haben, mindestens für die Menschen, die heute schon bei uns sind. Wir werden sehen müssen, dass das eine gute Erfahrung für uns wird. Ich glaube aber, dass wir genauso werden schauen müssen, dass wir auf Sicht viele der Bürgerkriegsflüchtlinge, die heute bei uns sind, dass die, wenn die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten hoffentlich eines Tages vorbei sein sollten, dass sie in ihre Länder zurückkehren. Es gibt keine einfachen Lösungen. So die Erkenntnis des Abends. Die Diskussion ist und muss doch sein, die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen anderswo Zuflucht finden können, auch anderswo menschenwürdig Zuflucht finden können, damit sie sich eben nicht auf den Weg nach Europa oder nach Deutschland machen. Insofern auch da ist die Lösungsorientierung das Entscheidende. Und es hilft, glaube ich, nicht, wenn wir eine bestimmte Zahl nennen oder das Stichwort Obergrenze nennen, um den Flüchtlingszugang zu vermindern, sondern entscheidend ist auch hier, dass das, was wir vorschlagen, auch wirklich funktioniert und dass es auch wirklich die Konsequenzen hat. Aber ich sage noch mal, ohne dass es auf Kosten der Hilfe in Not für die Menschen geht, die das wirklich dringend brauchen. Wir Deutschen haben eine große Verantwortung. Das wird uns ja jeden Tag dadurch deutlich, dass immer mehr Menschen auch zu uns kommen. Zugleich ist Solidarität eine Herausforderung für das gesamte Europa. Und es stellt sich daraus auch wiederum die Frage an die Herkunftsregionen, ob dort Frieden möglich ist, ob dort jemals Gerechtigkeit Einzug halten kann und wie wir auf internationaler Ebene solche Lösungsprozesse gestalten können.